Du bist besser, als ich dachte. Geh ruhig weiter. Ja, das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Ja, das weiß ich leider. Als allererstes mal... Hups, du lebst nicht mehr. Huch. So, du bekommst ein Dingens, du... Warum auch immer ich Masi wiederbelebe, ich mein... ja, ne? So, was haben wir noch? So. Gegen Stein- und Kampf-Pokémon möchte ich... Möchte ich Cornflake einsetzen? Glaube ich, ja. Ich gehöre zu den Top 4. Wow, you don't say. Ist ja nicht so, dass wir hier in der Pokémon-Liga sind, wo ich zu den Top 4 gehen soll und gegen die erste ich gerade gekämpft habe. Nee, aber danke, dass du mir sagst, dass du zu den Top 4 gehörst. Das ist voll lieb von dir. Dankeschön. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Paddes. Ja, so heiße ich. Wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff. Na, schau mal, ne? Pring. Bruno möchte kämpfen. Ne, eigentlich möchte ich kämpfen. Also das ist egal. Ein Onix. So, das sollte aber jetzt... Eigentlich alles kein Problem für Cornflake sein, weil Eisstrahl sowie Erdbeben sind sehr effektiv. Wir machen mal ein Erdbeben. Mit ein bisschen Glück sollte Onix sogar hinüberisch sein. Oh, hat's überlebt. Raserei. Raserei ist irgendwie so eine saublöde Attacke. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Egal, Onix ist kaputt. Oh yeah, Level 48. Ja, es ist schön, dass wir uns wenigstens ein bisschen trainieren können, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich nicht ganz durch die Top 4 durchkommen. So, Nocturne, ich bleibe bei Cornflake. War Boden gegen... Ich weiß es gerade nicht, muss mal ausprobieren. Nö, war nur ganz normal effektiv. Aber Flug ist halt sehr effektiv gegen Kampf. Da soll ich vielleicht mal Dima reinschicken. Where is my Dimu? Dimu, come here. It's your turn. X-Abwehr. Ja, ja. Von mir aus, wir können fliegen. Na, was sagst du denn jetzt, hä? Donnerschlag, kann mich mal. Frupp. Nocturne kaputt. Kickly, da bleiben wir am besten gleich drin mit Dimu. Diese ganz komischen Stimmen, die machen, das ist merkwürdig. So, ich hoffe einfach mal damit fliegen. Okay, gegen X-Abwehr. Na, ich treff nicht mal. Noch ein X-Abwehr. Alter, der pumpt sich gerade aber auch brutalst auf, ja. So. Mega-Kick, überlebe das bitte. Bitte. Danke. Na komm. Na komm. Haha. Ich glaube, weil er gerade umgekippt ist, das hat mir gerade den Sieg gegen ihn erbracht. Ich glaube, ansonsten hätte er vielleicht noch ein AP oder so gehabt. Onix. Gegen Onix habe ich natürlich mal wieder meinen Cornflake. Weil Cornflakes sind immer sehr gut gegen Steine. Hä? Ich würde sagen, ein Erdbeben, komm. Volltreffer und dann ist er kaputt, ne? Na, na, ein Härtner. Trotzdem sollte er mit dem Eisstrahl hinüber sein. Sehr gut. Und ein Machomai. Gegen Machomai setzen wir wieder Mr. Epic ein. Das war falsch. Aber okay. Ich meine, so ein Donner wirkt auch gegen Machomai. Wenn er mal treffen sollte. Wollte eigentlich die Mö schicken, aber... Aber ein Volltreffer-Donner ist natürlich auch was Schönes. Hat er Ruckzuckhieb?
Nein, er hat keinen Ruckzuckhieb, aber er hat Sternschauer und somit ist Marshmallow auch am Arsch. Ja, so viel zu Bruno. Ich fand Bruno jetzt gar nicht so schwer irgendwie. Ja, wie konnte ich nur verlieren? Na, wie nur? Ich bin erledigt, doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Na gut. Hypertrank auf die Mö und auf Cornflake. Und das war's auch schon. Ey, wir sind eigentlich gut durchgekommen bei Bruno. Creepy Musik. Ich bin Agathe aus dem Team der Top 4. Schön, dass es immer wieder dazu sagt. Professor Eich lobt dich in höchsten Tönen, junger Mann. Er war einmal ein gut aussehender, stattlicher Mann. Doch das war vor ganz vielen tausend Milliarden Jahren. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Sicher, dass die kämpfen wollen? Ja. Paddles, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Pring. Du bist alt. So, Agathe möchte kämpfen. Mit einem Gengar. Ich hätte mich eventuell vorbereiten sollen. Obwohl, was könnte ich denn gegen ein Gengar hilft bloß Psycho und ich habe kein Psycho-Pokémon. Das heißt, wir bleiben einfach bei Bodenattacken. Fram! Das ist sehr effektiv gegen euch. Volltreffer. Sehr effektiv. Golbat. Ja, gegen Golbat nutzen wir Mr. Epic. Ich würde sagen, ein Donnerblitz. Na, das soll ich lieber ein Donner. Ne, ich glaube, ein Donnerblitz reicht sogar gegen so einen scheiß Golbat. Ich meine, was ist ein Golbat? Bitte. Golbat. Er hat's überlebt, na, ist klar. Dunkelnebel. Oh mein Gott, ich hab ja so Angst. Ja, so viel zu Golbat. Alpollo. Wechsel mal wieder zu Cornflake. Entschuldigung. So. Ein ewiges Hin und Her. Aber mit Erdbeben sollte auch Alpollo tot sein. Das überlebst du nicht, mein Freund. Tschüssi. Ich komme erstaunlich gut durch die Top 4. Ich dachte, ich hätte jetzt mehr Probleme. Arbok. Nö, da bleibe ich. Hier hau ich auch ein Erdbeben rein. Kannst du drauf wetten? Jippa! Na, so wollen wir das sehen. So will ich das sehen. Und Level 49. Top. Cornflake wird noch ein ganz krasser Held. Aber er ist jetzt schon gut. Aber er wird noch stärker. So. Gengar bekommt noch ein Erdbeben ab. Nachtnebel. So, ich spule mal ein bisschen. Es dauert sonst ein bisschen zu lang. Gengar ist auch kaputt. Und somit ist Agathe besiegt. Kein Problem. Weil noch einfacher wie Bruno. Wirklich? Du bist ein ganz besonderes Kind. Ja, ich weiß. Du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setze deinen Weg fort, mein Junge. Okay. So, müssen wir irgendwas heilen? Ja, Cornflake ein bisschen, das war's schon. So, jetzt haben wir hier einen langen Weg vor uns. Und kommen am Schluss bei Siegfried an. Dam, 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 dam. Gegen Siegfried, welcher Drachen-Pokémon besitzt, ja? Was möchten wir gegen ihn vormachen? Ich glaube sogar, ich möchte Mr. Epic vormachen. Denn... Alter, guck dir das mal an, ey. Moment. Nee. Ich verwechsel die Level immer mit den Attacken unten drunter. Mit den KP. Das ist irgendwie komisch. Ja. Auf jeden Fall mit Mr. Epic jetzt gegen ihn. Ich guck nach vorne. Er guckt nach vorne. Wir stehen so nebeneinander. Das ist voll episch. Wir gucken uns nicht mal an beim Reden. Ich habe bereits von dir gehört, Paddes. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind?
Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen. Doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga hier, Pardes. Oh mein Gott! Und die Musik. Die Musik ist toll. Ja, ba. Okay, los geht's. Siegfried setzt Garados ein. Das ist schon mal sehr gut für unser Mr. Epic, weil mit einem Donner müsste er vielleicht eventuell sogar tot sein, wenn er trifft. Oh yeah. Oh yeah. So und nicht anders machen wir das hier. Ciao, Garados. Geil. Geil. Und jawoll, Level 50. Es läuft. Es läuft unerwartet gut. Dragonier, ich bleib bei Mr. Epic. Weil ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube... Nee, Moment. Gegen Drachen war Eis sehr effektiv, ne? Oder? Oder? Moment, ich probiere das mal aus jetzt. Okay, gut, das war nix. Agilität. So, wir tauschen gegen Cornflake, weil der kann Eisstrahl. Agilität, ja, mach du nur mal. Eisstrahl! Ja, mach du deine Agilität, ist recht. Okay, sehr effektiv. Wusste ich's doch. Nein, es lebt. Hornattacke! Agilität, ja, ist okay. Mit einer Hornattacke mache ich dich jetzt mal kaputt. So, Volltreffer ist kein Ding. Cool, sehr cool. Dragonier, noch eins. Machen wir auch platt mit einem Eisstrahl. Oder mit zwei Eisstrählen. Oh Gott, Strahlen. Wie komme ich auf Strahlen? Strahl und die Mehrzahl von Strahl ist Strählen? Strähle? Oh, das hört sich schon falsch an. Die Attacke ist sehr effektiv. Ich bin noch raus. Eisstrahl! Hör auf zu agilitieren. Ich erfinde Wörter. Wow! Aber so weit ich das hier überblicken kann, ist Dragonier kaputt. Und wir sind noch immer vollstens... voll mit einer AP und KP. Aerodactyl. Ja, ich möchte gegen Aerodactyl Shanen bringen. Shanen hat so wenig Auftritte bis jetzt gehabt hier. Und er darf mal einen Surfer benutzen, nachdem ein Hyperstrahl in meine Fresse gedodged ist. Und das Vieh ist Level 60. Level 60. Das ist echt heftig. Aber dennoch schlagen wir uns super. Oh. Blobstrahl. Ja, muss ich wieder aufladen nach dem Hyperstrahl. Oh. Oh, du bist leider kaputt. Oh, tut mir jetzt aber leid. Und das letzte Pokémon ist das Dragoran. Und gegen Dragoran möchte ich nochmals auf Cornflake wechseln, weil ich noch ihm gern einen Eisstrahl in die Fresse dodgen will. Ich finde das Wort dodgen irgendwie cool. So, Eisstrahl. Erledigt ist natürlich nicht, aber zur Hälfte so, ja. Das ist, göttlich. Göttlich, so Barriere. Okay. hab ich's gepackt? Ich hab Siegfried gepackt und das ohne groß Probleme. Level 50? Ja, Pidu. Das geht alles so einfach. Meine Level sind so deutlich unter denen und trotzdem problemlos irgendwie. Das ist cool. Oh, es ist vorbei. Unfassbar. Ganz nebenbei, hier ist ein Mixtape von mir und einem Kollegen. Unfassbar. Wollte schon mal so anmerken. Interessiert eh keinen, aber ich wollte es mal anmerken. So. Du bist wahrlich ein Pokémon-Meister.